Also alle wissen schon über diese Geschichte. Spikunk! Kremovka! Jacek, Kremovka! Ja, stimmt. Aber ich werde nicht erzählen. Du hast schon diese Geschichte zweimal gehört, dann musst du das schön auf Deutsch erzählen. Das ist die Lieblingsspeise von Johannes Paul II., den ich ja praktisch, als er aufgebahrt war in Rom, da auch mal noch abschlussmäßig besucht habe, gell? Lieblings-Kremovka. Kremovka, müssen wir jetzt alle Kremovka essen hier. Und da hinten ist die Kirche, wo er gesagt hat, dass er Kremovka-Liebhaber ist. Kremovka, da hinten. Da oben hängt er. Er hängt. Ja, da stand er und hat gesagt, und früher haben wir immer Kremovka gegessen. Und seitdem gibt es in dieser Bäckerei Kremovka. Mir gefällt ja eigentlich das Wort viel besser als die Schnitte, die jetzt da. Jetzt habe ich da mal hier die Kremovka-Schnitte hier geordert. Und der? Und über große Messer. Ja? Kremovka. Ja. Es spiekt. Ah, es spiekt. Ehrlich? Spiekt der Herr. Taugt dir was, die Kremovka hier? Da. Das ist die Papst-Kremovka. Spiekung. Und jetzt Itung.